Nee, vor allem wollten wir an Worms dann einen Punkt dahinter. Ist jetzt bitter, dass wir heute zu Hause gegen Bechtersheim 0-0 spielen. Wir hatten die Chancen gehabt. Ja, jetzt müssen wir gucken, dass wir am Samstag das Ding holen. Also meiner Meinung nach waren wir komplett da. Wir haben die Chancen gehabt. Ich meine, wenn man die zweite Halbzeit sieht, hat Bechtersheim eigentlich im Spiel nur eine richtige Chance. Und ja, wir hätten es heute auf jeden Fall verdient gehabt. Leider ist es jetzt nicht so. Ist jetzt bitter. Aber wir müssen die Köpfe hochstecken und weitermachen. Auf jeden Fall ganz schnell. Ja, vielleicht heute Abend jetzt immer drüber nachdenken und ab morgen gilt der Fokus auf Worms. Jetzt können wir im Prinzip all in gehen fast, kann man sagen. Und dann nochmal alles in die Waagschale werfen und Worms ja auch vermutlich dort dann raushauen. Wie gesagt, wir können jetzt all in praktisch gehen. Wir haben noch 3 Spiele. So. Und am Samstag werden wir hoffentlich ein Feuerwerk hier abdrehen. Ja. Manchmal ist das so im Sport. Die kontern dann halt. Ja, wir wollen versuchen dann das Tor zu machen. Aber es war auch die einzige gefährliche Torszene von denen, ansonsten war ja ein Spiel. Ich glaube, für uns war klar, als wir den Spielplan erhalten haben mit den 2 Mittwochsspielen, dass dieses Bechtersheim-Spiel zu Hause mit das Wichtigste sein wird und vielleicht auch das Schwierigste. Ich glaube, Bechtersheim kann so gut verteidigen, wie sie möchten. Wenn wir in Normalform mit voller Kraft spielen, dann werden wir hier noch mehr Torchancen uns erspielen und das Spiel auch klar gewinnen. Wir haben einfach zu lange gebraucht, bis die Beine frei werden, bis der Kopf frei wird. Wir müssen ganz viel überwinden kommen. Da haben wir einfach die erste Halbzeit hergeschenkt. Ist aber kein Vorwurf an meine Jungs, weil die haben alles rausgehauen in den letzten Wochen. Wir mussten dafür Tribut zollen. Und man sieht, dass einige unserer Leistungsträger heute nicht zu ihrer Leistung gefunden haben. Dann schmerzt das natürlich, aber es ist auch menschlich, wenn man in den letzten Wochen permanent einen Anschlag gehen muss, an die Leistungsgrenze. Da haben wir es halt in der zweiten Halbzeit geschafft, mehr Druck aufzubauen, kommen auch in Torsituationen, haben aber dieses Tor nicht gemacht und am Ende können wir nur diesen einen Punkt mitnehmen, sind natürlich nicht zufrieden, ist auch enttäuschend, aber wir können nur eins machen, wir können den Kopf hochnehmen, am Samstag alles raushauen, gerade für diese Fans, die uns auch heute in schlechten Phasen des Spiels, wo es nicht gut für uns lief, überragend unterstützt haben. Und dass wir am Samstag hier ein Riesenspiel abliefern und hoffentlich wollen wir uns dann auch schlagen. Danke. Ja, hallo zusammen. Die Ausgangsposition heute war sicherlich eben klar. Eintracht Trier peilt den Aufstieg an mit einer top ausgereiften und erfahrenen Mannschaft. Wir mit unseren jungen Spielern haben versucht, im Vorfeld zu überlegen, wie wir hier überstehen können. Haben uns für eine Defensivvariante entschieden, die vielleicht nach außen hin nicht so sehenswert aussieht, aber für unsere Verhältnisse in dem Spiel heute sicherlich eine berechtigte taktische Ausrichtung war. Wobei ich mir natürlich schon gewünscht hätte, auch in der zweiten Halbzeit, dass wir nicht so sehr unter Druck kommen, sondern doch verschiedene Nadelstiche setzen könnten. Aber unterm Strich, wenn man das Ergebnis sieht, haben wir da nicht viel falsch gemacht. Wir wollten aus einer kompakten Abwehr versuchen zu kontern, Nadelstiche zu setzen. Das ist uns in der ersten Halbzeit vom Spielerischen her ganz gut gelungen. Wir haben eine junge Mannschaft, wie gesagt. Wenn ich die Anfangsformation sehe, haben wir heute mit 9 und 23 Spielern begonnen. Eintracht Trier, eine erfahrene Mannschaft mit einem U23-Spieler. Das war früher, wie jeder, der schon mal gekickt hat im Abschlusstraining, jung gegen alt, weiß, wie die Spieler ausgegangen sind. Deswegen war es, glaube ich, schon legitim, darüber nachzudenken, in erster Linie zu verteidigen. Nichtsdestotrotz war ich zufrieden, auch von der spielerischen Seite her. Wir haben uns von vielen Situationen gut gelöst, haben ein paar Angriffe gefahren, die im letzten Drittel leider nicht gut ausgespielt wurden. Da waren oft die Entscheidungen falsch oder die Defensivverhalten des Gegners zu gut. Nichtsdestotrotz haben wir das relativ offen gehalten. Was in der zweiten Halbzeit gekommen ist, war irgendwo auch klar. Zum einen hat meine Mannschaft von der Physis her mit jeder Minute mehr Probleme bekommen. Es sind viele Spieler, die aus Verletzungen zurückgekommen sind, ihr erstes, zweites Spiel nach 2-monatiger Pause gemacht haben. Viele Spieler auch von Corona gezeichnet waren. Also da war klar, dass wir vom Läuferischen her nicht mehr mithalten konnten, aber ich muss meine Mannschaft loben, dass sie sich in jeden Ball geworfen hat, als ging es hier um den Klassenerhalt, gekämpft hat, um diesen Punkt, um in dieser
statt in diesem Stadion auch mal was mitzunehmen. Der Gegner hatte natürlich die ein oder andere gute Torchance in der zweiten Halbzeit, zum Lob Rüde für unseren Torwart, der einige Dinge gut gehalten hat. Und es ist ja auch klar, wenn wir als Kleinwächter sein hier in Trier antreten, da braucht ein Torwart schon eine Top-Leistung und das hat er gezeigt. Von den Entlastungsangriffen war nicht mehr viel zu sehen. Ein Bruder war dabei, wo wir auch eine hundertprozentige Torchance hatten. Das hätte natürlich das Spiel total auf den Kopf gedreht, wenn wir das auch noch gewonnen hätten. Aber nichtsdestotrotz haben wir bis zum Schluss gekämpft. Ich denke, den Zuschauern zumindest auch von dem Aspekt ein interessantes und spannendes Spiel gezeigt. Bis zur letzten Sekunde der Nachspielzeit war das 1-0 möglich, aber die Mannschaft hat alles gegeben, hat die taktische Anweisung gut umgesetzt und in ihrer Situation von der Physik her dann doch bis zum Schluss durchgehalten. Wir freuen uns natürlich über das Unentschieden, finden natürlich die Atmosphäre hier toll. Und an der Stelle hier wünsche ich mal Eintracht Trier für den weiteren Verlauf, insbesondere ab Samstag, viel Glück und den allseits ersehnten Aufstieg. Danke.